Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial, diesmal über die FEM-Software Z88 Aurora. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man in dieser Software Schalenelemente einsetzen kann, um die Verformung einer PET-Flasche darzustellen, die zwischen Daumen und den restlichen Fingern der Hand ein klein wenig zerdrückt und dabei verformt wird. Ich möchte euch in diesem Tutorial zeigen, wie ich die Struktur in FreeCAD modelliert habe, wie ich das Netz erzeugt habe, wie ich es in die Z88 Aurora Software hinübergeholt habe und dort die Analyse durchgeführt und angelegt habe. Dementsprechend wechsle ich im ersten Schritt einmal in die FreeCAD Software und gehe dort in die Sketcher Workbench. Dort lege ich ein neues Projekt an und wähle Skizze. Ich möchte in der XZ-Ebene arbeiten und wähle diese aus. Anschließend nehme ich das Polylinienwerkzeug und fange die Z-Achse. Ein kleines Stück waagerecht nach rechts, etwas schräg nach unten, waagerecht nach rechts, senkrecht nach oben, schräg nach links, senkrecht nach oben, schräg nach rechts, senkrecht nach oben, schräg nach links und nochmal ein kleines Stück senkrecht nach oben. Durch einen Rechtsklick beende ich den Linienzug. Im nächsten Schritt möchte ich meine ganzen senkrechten Bemaßungen einfügen. Diese beiden Punkte hier sollen einen Abstand von 5 mm bekommen. Diese Senkrechte hier bekommt einen Wert von 30 mm. Dieser Punkt und dieser Punkt hier sollen einen Abstand von 85 mm bekommen. Diese Senkrechte hier bekommt einen Wert von 40 mm. Diese beiden Punkte hier bekommen einen, diese beiden Punkte hier bekommen einen Abstand von 15 mm. Die Senkrechte hier bekommt einen Wert von 20 mm, dann folgen wiederum zwei Punkte, und zwar diese hier, die bekommen einen Abstand von 30 mm. Na, das war jetzt nichts. Nochmal eins zurück. Diese beiden Punkte hier bekommen einen Abstand von 30 mm und die letzte Senkrechte bekommt einen Abstand von 11 mm. Nun sind meine ganzen Senkrechten bemaßt und ich kann mich den waagerechten Bemaßungen zuwenden. Die beiden Senkrechten unten mache ich gleich lang und ich vergebe hier ein Maß von 10 mm. Der Radius im Bereich des Bodens der Flasche soll einen Wert von 32 mm bekommen. Das war ebenfalls nichts. Hier vergebe ich einen Abstand von 32 mm. Diesen Wert habe ich noch ein weiteres Mal, und zwar hier oben. Auch hier vergebe ich einen Abstand von 32 mm. Im Bereich der Einbauchung der Flasche vergebe ich einen Wert von 27 mm und im Bereich des Gewindes der Flasche einen Abstand von 11 mm. Damit sind meine ganzen Bemaßungen eingefügt. Es ist jedoch noch ein Freiheitsgrad übrig. Mal ein bisschen rüber, und das ist die Verschiebbarkeit der Flasche entlang der Z-Achse. Um diesen letzten Freiheitsgrad zu beseitigen, markiere ich diesen unteren Punkt hier und den Ursprung der Zeichenebene und vergebe eine Koinzidenzbeschränkung. Nun ist meine Skizze komplett grün hinterlegt, sie ist vollständig eingeschränkt, ich schließe den Zeichenmodus und gehe in die Part Workbench. Das war jetzt die Part Workbench, die wollte ich nicht, Part Workbench brauche ich. Hier wähle ich Drehen einer ausgewählten Form. Ich möchte entlang der Z-Achse drehen, das ist auch schon voreingestellt und mein Drehwinkel beträgt 360 Grad. Wähle OK und mein Rotationskörper wurde erstellt. Nun ist er noch etwas eckig, das kann ich allerdings leicht beseitigen, indem ich hier diese ganzen Kreise auswähle und einen Radius vergebe. Ich wähle noch die Kreise hier unten im Bereich des Fußes der Flasche aus, wähle Radius und vergebe hier einen Wert von 5 mm. Ich sage OK und meine Flasche ist schon etwas runter und ähnelt mehr den Gebilden, wie man sie im Supermarkt findet. Nun habe ich jedoch hier im Bereich, wo ich die Flasche später zerdrücken werde, keine kleinen Flächen, auf die ich Kräfte einwirken lassen kann. Diese muss ich erst noch erzeugen, und das mache ich, indem ich einen Zylinder in die Zeichenebene einfüge. Um ihn sehen zu können, wechsle ich einmal in den Drahtgittermodus. Hier unten ist mein Zylinder und ich bemaße ihn. Ich gebe ihm einen Radius von 10 mm und eine Höhe von 200 mm. Im nächsten Schritt drehe ich den Zylinder um die X-Achse. Dementsprechend trage ich hier eine 1 ein und bei Z eine 0. Und ich drehe ihn um 90 Grad.
Anschließend verrutsche ich hier noch etwas im Raum. Ich möchte ihn um 100 mm entlang der Y-Achse verschieben und um 100 mm entlang der Z-Achse. Gehe wieder in die Originalansicht und erstelle von dem Fillet, das heißt von der Flasche, eine einfache Kopie. Nun wähle ich den Zylinder und die Kopie der Flasche aus und wähle Überschneiden zweier Formen. Nun habe ich hier zwei kleine Flächen erzeugt. Man sieht es ja auch noch besser, wenn ich den Original-Fillet einmal ausblende. Blende ihn wieder ein. Auf diese kleinen Flächen hier möchte ich später meine Kräfte einwirken lassen. Um nun diese beiden Einträge im Dateibaum zu vereinigen, wähle ich Boolean Fragments. Ich wechsle vom Standard-Mode über in den ComSolid-Mode und beseitige noch den Compound über den Compound-Filter. Nun ist meine Geometrie fertig erzeugt. Ich könnte sie im Grunde direkt als STL-Datei abspeichern, denn auch diese STL-Datei stellt ein Oberflächennetz dar, das ich in Z88 Aurora verarbeiten könnte. Jedoch ist das Netz ausgesprochen grob und es ist für eine Analyse eigentlich nicht wirklich geeignet. Dafür gibt es jedoch eine Abhilfe in FreeCAD und zwar die Mesh Design Workbench. Diese wähle ich aus. Ich wähle meinen Compound-Filter. Gehe auf Netz und Netz aus Form erstellen. Hier wird mir als Vernetzungsoption direkt Mephisto vorgeschlagen. Diesen möchte ich auch verwenden und als maximale Elementgröße wähle ich 2,5 mm. Ich sage OK und lasse mir mein Netz erstellen. Das ist jetzt auch schon geschehen, allerdings sieht man kein Netz. Das sieht man erst, wenn man in den Drahtgittermodus wechselt. Und hier ist es auch schon. Ich habe ein relativ feines Netz. Meine beiden Kreisausschnitte hier wurden berücksichtigt, sodass ich später die Kräfte sauber örtlich definiert aufbringen kann. Und damit ist meine Geometrie und mein Netz auch schon fertig. Ich markiere das Netz und gehe auf Datei und exportiere es. Ich möchte es in einen Ordner abspeichern, wo ich es auch wiederfinde. Ich gehe auf Z80. Hier habe ich schon ein Netz drin, PET-Flasche. Ich speichere das Netz als STL-Datei ab. Also ich wähle nicht irgendein FEM-Netzformat, sondern ein ganzes, ganz normales STL-Format und sage ja, setzen und kann nun überwechseln in die Z88 Aurora Version 3 Software. Das noch geöffnete Projekt schließe ich und ich lege ein neues Projekt an. Ich gehe in einen Ordner meiner Wahl. Hier vergebe ich einen Ordner, neuen Ordnernamen. Ich sage PET1, sage Enter, nochmal Enter und kann nun meine STL-Datei importieren. Ich wähle sie aus, suche sie wieder heraus, PET, STL und importiere sie. Das dauert einen kleinen Augenblick, aber hier ist ja auch schon meine Flasche. Um das Oberflächennetz auch sehen zu können, wähle ich das Oberflächennetz aus und ich habe hier ein relativ feines Netz, das ich gut mit Hilfe von Schalenelementen verarbeiten kann. Es ist auch immer noch ein Hohlkörper, das heißt, es wurde kein Solid importiert, sondern wirklich nur ein Oberflächennetz. Weiterhin stelle ich nun sicher, dass ich wirklich bei linearer Festigkeit arbeite und nicht irgendwo bei Eigenschwingung, stationär thermisch, nicht lineare Festigkeit. Nein, ich möchte lineare Festigkeit haben. Und ich wähle mir zur Orientierungserleichterung noch die Spider-Hilfe aus. Hier klappe ich einmal auf. Meine Struktur habe ich importiert. Superelementstrukturen habe ich nicht. Hier im Präprozessor ist im Grunde noch alles rot. Was ich hier als erstes machen werde, ist, ich werde meine Schalenelemente definieren. Dafür wähle ich hier unten dieses Schalensymbol aus. Ich möchte die Schale Nummer 24, das heißt mit Mittelknoten verwenden, wähle sie aus und sage OK. Nun wird mir meine Geometrie mal kurz ein wenig zerrissen, das ist jedoch nicht von Dauer. Ich wechsle wieder in das Oberflächennetz und im nächsten Schritt gehe ich an den Präprozessor und definiere meine Schalendicke. Dafür gehe ich hier auf Elementparameter, sage Dicke, meine Spider-Hilfe schiebe ich etwas nach unten. Ich wähle Hinzufügen, ich möchte auf alle Elemente die Dicke zuweisen. Und trage hier hinten meine gewünschte Dicke ein. In diesem Fall wähle ich 0,3 mm. Das habe ich damit erledigt und ich schließe das Menü. Wenn ich nun meine Spider-Hilfe wieder etwas aufklappe, sehe ich, Elementparameter sind definiert. Was mir jetzt noch fehlt, ist mein Material.
Dafür gehe ich wiederum in den Präprozessor, der ist jetzt noch offen, und ich wähle die Materialdatenbank. Hier ist auch ein Eintrag Polyethylenterephthalat schon vorhanden. Diesen suche ich aus, hier Polyethylenterephthalat, und ich weise das Material auf alle Elemente zu. Damit ist mein Material ebenfalls definiert. Ich habe einen grünen Haken bekommen. Was mir als letztes noch fehlt, sind die Randbedienungen. Um Randbedienungen zuweisen zu können, muss ich zuerst Knotensets anlegen. Dafür gehe ich wiederum im Bereich Präprozessor auf die Set-Verwaltung und wähle Picking. Ich stelle sicher, dass ich auch wirklich Knoten picke. Das ist jedoch auch schon voreingestellt, und ich drehe meine Flasche etwas in den Raum hinein, sodass ich meine kleinen Flächen hier auch gut sehen kann. Ich kann mir hier meine Picking-Knoten auch noch vergrößern und verkleinern. Das ist jedoch eine gute Größe, um arbeiten zu können. Nun muss ich diese ganzen Knoten hier auswählen. Dafür drücke ich einmal die Alt-Taste und ziehe ein Rechteck auf. Um noch mehr Knoten gleichzeitig über Rechteckauswahl auswählen zu können, drücke ich im nächsten Schritt noch zusätzlich die Shift-Taste und wähle weitere Knoten aus. Das ist hier leider etwas umständlich gelöst in dieser Software. Das ist in FreeCAD doch etwas luxuriöser gemacht, da man direkt auf der Geometrie arbeiten kann. Ich wähle diese hier oben noch aus, diese Knoten. Der hier gehört auch noch mit dazu. Hier gehen mir noch einige ab. Diese beiden hier, die nehme ich auch noch mit. So, wenn ich nur die Shift-Taste gedrückt halte, kann ich auch einzelne Knoten wiederum abwählen. Zum Beispiel der hier drüben, der gefällt mir auch nicht so wirklich. Dagegen dieser hier gehört noch mit rein. Um ihn auszuwählen, drücke ich wiederum die Shift- und die Alt-Taste. Diesen hier nehme ich auch noch mit. Der hier liegt auch noch in der Fläche mit drin, aber so sieht es eigentlich relativ gut aus. Die da drüben nehme ich mit. So lasse ich das Ganze und ich... Obwohl, die hier oben, die nehme ich auch noch mit. So sieht es aber eigentlich ganz gut aus und ich kann ein Knotenset anlegen. Es gibt jedoch noch einen Haken zu berücksichtigen. Es wird nämlich auch eine Tiefenauswahl mit berücksichtigt. Das heißt, diese Knoten hier drüben habe ich eher aus Versehen ausgewählt und ich muss sie wieder abwählen. Dafür drücke ich die Shift-Taste, ziehe ein Rechteck auf und beseitige diese ganzen ausgewählten Knoten. Meine Originalauswahl ist dabei erhalten geblieben. Nun kann ich das Set, dieses Knotenset hinzufügen und vergebe einen Namen. Ich gebe hier den Namen Kraft 1 und habe mein erstes Knotenset erzeugt. Ich wähle es wieder ab und wiederhole die ganze Prozedur auf der gegenüberliegenden Seite. Auch hier drücke ich wiederum die Alt-Taste und ziehe ein Rechteck auf. Ich drücke die Alt plus die Shift-Taste, um noch mehr Knoten über Rechteckauswahl auswählen zu können. Diesen hier nehme ich noch mit, die hier drüben kommen auch noch alle mit rein. Und wähle ich noch alle hier unten. Hier drüben, die können auch noch eindeutig mit in die Fläche hinein. Der hier auch noch. Diese hier nehme ich noch mit. Und die hier unten in der Ecke auch noch. Diesen hier noch. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich schaue wieder auf die andere Seite, drücke nur die Shift-Taste, wähle diese ganzen Knoten ab und lege ein weiteres Kraftset an. Auch hier vergebe ich wieder einen Namen. Ich nenne dieses Knotenset Kraft 2. Ich wähle diese Knoten wiederum ab, gehe einmal in die Ansicht. Ich wähle Standardansichten, YZ-Ansicht und verschiebe die Flasche etwas nach oben. Nun möchte ich noch meine Standfläche auswählen. Ich drücke wiederum die Alt-Taste, ziehe ein Rechteck auf, markiere diese ganzen Knoten hier unten im Bereich der Standfläche der Flasche und füge noch ein letztes Knotenset in das Menü hier unten mit ein und nenne es Standfläche. Damit ist mein ganzes Knotenpicking erledigt und ich schließe dieses Menü. Ich gehe wiederum in den Präprozessor und wähle Randbedienungen zuweisen. Mache die Flasche mal etwas kleiner bzw. wähle Anpassen, um mein Koordinatensystem mitsehen zu können. Wähle das Knotenset Kraft 1 aus. Ich möchte hier eine Kraft entlang der Y-Richtung einwirken lassen. Ich wähle Flächenlast und wähle einen Wert von 5 Newton. Als Name vergebe ich Kraft 1 und füge dieses Randbedienungsset unten in den Dialog ein.
Das Ganze wiederhole ich mit dem Knoten ZKraft 2. Auch hier arbeite ich entlang der Y-Achse. Ich wähle Flächenlast. Hier wähle ich jedoch minus 5 Newton. Und als Name vergebe ich Kraft 2. Füge das Knotenset hinein und fehlt mir noch meine Standfläche hier unten. Hier wähle ich alle drei Raumrichtungen, Verschiebung. Die Verschiebung soll 0 mm betragen und als Name vergebe ich Standfläche. Nun lasse ich mir nochmal alle Randbedienungssets anzeigen. Ich habe hier zwei grüne Sets, das ist Kraft verteilt, so wie ich es auch haben wollte, und ein blaues Set mit Verschiebung. Wenn ich in meine Spider-Hilfe hineinziehe, ich habe überall einen grünen Haken und als letzter Arbeitsschritt steht noch die Gleichungslösung aus. Dieses Menü hier schließe ich einmal und ich wähle den Gleichungslöser. Ich möchte in diesem Fall mit dem Paradiso-Solver arbeiten. Ich wähle keine Festigkeitshypothese aus. Normalerweise bei Metallen ist es ja immer die Van Mises-Vergleichsspannung. Die ist jedoch hier eher etwas ungeeignet und mich interessieren eigentlich auch nur meine Verschiebungen. Dementsprechend wähle ich hier keine Vergleichsspannung. Nun starte ich die Berechnung. Der Berechnungsprozess dauert einen kleinen Augenblick. Der Solver ist erfolgreich gelaufen, es gab keine Fehlermeldungen und ich kann den Postprozessor starten. Ich wähle verformte Ansicht und Gesamtverschiebung, die Spider-Hilfe schließe ich einmal und als maximalen Skalierungsfaktor den Wertnummer vergebe ich einen Wert von 2, das heißt doppelte Skalierung, also Verschiebung mal 2. Nun, wenn ich mir die Verformung so ansehe, entspricht das durchaus der Alltagserfahrung, wie man sie auch von einer PET-Flasche erwarten würde. Man kann sie auch noch beide, also verformt plus unverformt, anzeigen lassen. Da man jedoch das Netz hier nicht direkt ausblenden kann, stört das immer etwas die Betrachtung. Und damit ist im Grunde meine Analyse auch schon fertig durchgeführt. Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesem Tutorial dem einen oder anderen weiterhelfen könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert und auch die restlichen Videos, die ich erzeugt habe im Bereich FEM, ansehen würdet. Damit bin ich in diesem Tutorial fertig und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.